Theodoras Blick war immer wild und scharf. Solange das Kaiserpaar lebte, tat keiner etwas ohne den anderen. Es war ein erfolgreiches Zusammenspiel. Prokopios von Caesarea hieß der Zeitzeuge, der als Jurist den Feldherrn Belisar begleitete. Der sonst so objektive Chronist ließ sich vom Klatsch zu zynischen Bemerkungen hinreißen. Ihren Körper pflegte sie mehr als nötig, doch weniger als sie selbst gewünscht hätte. Beamten ließ man Eide schwören, um die Unbestechlichkeit zu fördern. Frauen rechtlich besser zu stellen, das lag Kaiserin Theodora am Herzen. Beim Sturz unliebsamer Persönlichkeiten kannte sie jedoch keine Skrupel und benutzte auch die Gattin des Feldherrn Belisar als Intrigantin. Da es nicht nur am Hofe ebenfalls zum guten Ton gehörte, sich verschwenderisch in edle Stoffe zu hüllen, stieg die Nachfrage. Nachdem die Seidenpreise angezogen hatten, verfügte der Kaiser einen Höchstpreis von 8 Goldstücken für 1 Pfund Seidenstoffe. Dagegen wehrten sich die Händler durch Schwarzverkäufe. Die Einfuhr der Eier der Seidenraupe von China gab den byzantinischen Seidenmanufakturen einen immensen Auftrieb. Das Gewerbe florierte. Kostbare Stoffe aus Byzanz waren in ganz Europa begehrt. Am Kaiserhof gönnte man sich Luxus pur. Wie Kaiserin Theodora die Geschicke ihres Reiches mit List und Tücke lenkte, das schildert auch Prokopios. Ergeben war ihr die Frau des Feldherrn Belisar, Antonina. Dankbar für ihre Intrigen soll Theodora in deren Ehestreitigkeiten eingegriffen und den willenlosen Gemahl Belisar genötigt haben, sich mit Antonina auszusöhnen. Daraufhin umschlang Belisar ihre Füße, leckte ihre Sohlen, nannte sie Urheberin seines Lebens und Glückes und erklärte, künftighin ihr getreuer Sklave sein zu wollen. So erging es dem Ehemann von Antonina, dem großen Feldherrn Belisar, in dessen Hand immerhin die Außenpolitik lag und der versuchte, den Traum Justinians von der Wiederherstellung des Westreiches in die Tat umzusetzen. Vor allem ihm gelang es, das Ostgotenreich in Italien, das nach dem Tod König Theoderichs Führungsschwäche zeigte, in einem jahrzehntelangen Krieg in die Knie zu zwingen und zu erobern. Auf dem Palatin in Rom, wo vorher der Ostgotenkönig Theoderich Hof gehalten hatte, residierten nun auch die byzantinischen Beamten. Hier oben im Palast des Kaiserhauses der Flavier versammelte sich später der Senat von Rom, um den Kaiser Herakleios feierlich zu empfangen. Unter Kaiser Justinian I. besaß das Byzantinische Reich seine größte Ausdehnung. Es umspannte 3 Kontinente. Wieder eingegliedert wurden Italien, ein kleiner Teil von Spanien und vor allem die reiche Kornkammer Nordafrika, die einst die Vandalen erobert hatten. 534 vernichtete der Feldherr Belisar auch das Reich der Vandalen. Dabei fiel ihm auch der Königsschatz in die Hände, der auf einem Schnellsegler nach Spanien gebracht werden sollte. Als Belisar ihn schließlich dem Kaiser in Konstantinopel präsentierte, berichtet Prokopios, die Beute umfasste Gegenstände, die im Allgemeinen einem königlichen Hofstaat dienen. Goldene Thronsessel und Sänften, dazu edelsteingeschmückte Kleinodien, goldene Trinkbecher und alle möglichen sonstigen Geräte für die Hoftafel. Nach altrömischer Sitte war Belisar auch der Triumph vergönnt, Teile der Beutestücke und das Volk zu werfen. Die schönsten Stücke aber schmückten die Tafel des Kaisers. Die Byzantiner waren große Feinschmecker. Gemüse spielte in der byzantinischen Küche eine große Rolle. Neben Hülsenfrüchten wie Linsen und Kichererbsen gab es je nach Jahreszeit auf den Märkten Salat, Sellerie, Artischocken, aber auch Auberginen und Spinat aus Ägypten und Syrien. In die
Diäthandbüchern richteten sich Mediziner jetzt nicht nur an Kaiser, sondern auch an die Köche und die Hausfrauen. Als Schlankheitsmittel wurden Knoblauch, aber auch Pfeffer, Sellerie und Kapern empfohlen. Και εκείνοι είχαν και οι Βυζαντινοί είχαν τα συμπόσια όπως ακριβώς είχαν και οι αρχαίοι. Die Byzantiner haben große Gelage veranstaltet. Sie hatten sogar große Tafeln, an denen sie sich alle versammelten. Viele hatten diese großen Tafeln eher als die Liegen der Griechen. Sie saßen alle drumherum und stellten in die Mitte große Schüsseln. So konnte jeder mit den Händen hineinlangen und essen. Sie hatten zunächst keine Gabel, wie wir sie heute benutzen. Sie durften eher Spieße benutzen. Haben, um die Speisen aufzugabeln. Im 10. Jahrhundert ging dann eine byzantinische Prinzessin nach Süditalien und führte den Gebrauch der Gabel im Westen ein. Als Residenzstadt von Kaiser Galerius erlebte Thessaloniki ab dem 3. Jahrhundert eine neue Blüte. Ihr Hafen war seit je von herausragender Bedeutung. Noch heute prägt die antike Prachtstraße das Stadtbild. Vom einstigen Palast des Galerius führte sie zu seinem Triumphbogen, der an den ruhmreichen Sieg gegen die Perser erinnert. Thessaloniki sollte später zur zweitbedeutendsten Stadt im Byzantinischen Reich aufsteigen. Ob Galerius diesen einzigartigen Rundbau als Mausoleum oder als Kultbau für Zeus errichten ließ, ist unklar. Mit Fingerspitzengefühl und Erfahrung erzeugten die Meister in den Glashütten die richtige Temperatur. Wie Magier verstanden sie es, durch Mischung von Metalloxiden die gewünschten Farbnuancen zu zaubern. Auf goldenem Grund erstrahlen in der Rotonda in Thessaloniki Vögel und stilisierte Blumen. Nach Kaiser Galerius wurde die Rotonda in eine Kirche umgewandelt, Hagios Georgios, dem heiligen Georg geweiht.